Hallo und herzlich willkommen wieder bei Devil TV. Hier ist wieder euer Pit. Und wir spielen heute wieder mit euch eine Runde Dragon Ball Xenoverse 2. So, Level-Obergrenze wurde erhöht. Huhu, auf 85. Super, endlich geht's weiter. So. Was ist denn schon wieder da oben los, Alter? Da könnte ich echt ausrasten. Da, was ist denn eine Nachrichtentafel? Expertenmission jetzt so. Aber die haben wir schon alle gemacht, oder die drei? Müssen wir schon fertig sein. Nee, die haben wir auf jeden Fall schon gemacht. Da muss ich jetzt nochmal rein. Ich würde sagen, wir helfen nochmal dem alten Sack da oben. Der hat schon wieder Stress. Das haben die bei mir immer noch nicht rausgekriegt. Weil der, keine Ahnung, der hat bei mir immer Stress anscheinend. Ich habe noch nie genug. Liegt hier zufällig gerade ein Dragon Ball? Ne, das war ja da hinten. Ich glaube, die Dragon Balls gibt es auch gar nicht hier so rumliegend, sondern natürlich immer nur in diesen Parallelquests. Und dann werden wir auf jeden Fall mit der Story fortfahren. Hä? Was ist denn hier los? どうされました? Was geht denn jetzt? So, jetzt ist hier Ruhe. Hervorragend, Leute. So, wir checken jetzt nochmal aus, ob es jetzt noch neue Parallelquests gab, aber ich glaube zu wissen, dass ich alles vorbereitet habe, damit ich euch jetzt eine schöne Story-Mission geben kann. Story forever! So. Gut, alles klar, machen wir so. Dann machen wir jetzt ein bisschen Story weiter. Ich geh jetzt mal weiter. Also Buu haben wir jetzt platt gemacht. Gegen Berbus haben wir, glaube ich, auch schon gekämpft. Bin mal gespannt, wie das jetzt läuft, ob jetzt die Berbus-Saga weitergeht, beziehungsweise Bills-Saga. Oder ob wir schon fortfahren werden. Oh, sorry Leute, eine blockierte Szene. Gegen kann ich natürlich jetzt nichts machen. Trunks sagt, in dieser Schriftrolle kündigt sich eine Änderung an. Der Kaioshin der Zeit sagt, ich frage mich, ob sie es wirklich auf die Schadensenergie abgesehen haben, die beim Beheben der Störung generiert wird. Trunks sagt, wenn Mira und Tower dort sind, werde ich auch da sein. Begib dich zuerst da rein, untersuche die Sache und versuche, sie in Ordnung zu bringen. Er übergibt uns die Schriftrolle und der Ru Kaioshin sagt, also was glaubst du, haben sie mit der Energie vor, die sie sammeln? Der Kaioshin der Zeit sagt wiederum, mit so viel Energie könnten sie das Dämonenreich wiedererwecken. Der Ru Kaioshin erwidert, das Dämonenreich, wie? Trunks sagt, ich weiß nur so viel darüber, dass es die Heimat von Tower und Dabora ist. Der Kaioshin der Zeit erwidert, es gibt nicht viele, die überhaupt davon wissen. Es befindet sich am entgegengesetzten Ende des Universums. Vielleicht versucht Tower, die Barriere zwischen ihrer und unserer Welt zu zerstören. Trunks erwidert, wenn sie dabei Erfolg hat, kann niemand sagen, was passieren wird.
Worauf der Ru Kaioshin wieder sagt, wenn das halbe Universum plötzlich böse wird, kann auf jeden Fall nichts Gutes dabei herauskommen. Trunks sagt, dann lassen wir das einfach nicht zu. Wir müssen sie unbedingt aufhalten. Grrr. Ich wünschte, wir hätten mehr Hilfe, wenn nur mein Partner hier wäre. Der Ru Kaioshin sagt, es ist eine Weile her. Das beunruhigt mich. Daraufhin erwidert wieder der Kaioshin der Zeit. Nun, da wir alle hinter Mira her sind, werden wir uns früher oder später begegnen. Die Schriftrolle, die dieses Mal verändert wurde, enthält den wiederbelebten Freezer. Trunks sagt schon wieder Freezer. Der Ru Kaioshin sagt, Freezer ist kein Witz. Und Trunks sagt, das weiß ich, aber wir haben schon mal gegen ihn gekämpft und wenn du dich richtig erinnerst, habe ich gewonnen. Daraufhin sagt der Ru Kaioshin, törichter Junge, man darf niemals einen Gegner unterschätzen. Wenn du glaubst, dass dieses Mal ein Hieb mit dem Schwert reicht, irrst du dich. Woraufhin Trunks sagt, hä? Und der Ru Kaioshin, Freezer ist ein geborener Krieger, er muss nur wenig trainieren. Wenn er plötzlich anfangen würde, sich zu verbessern, würde seine Kraft unermesslich werden. Daraufhin erwidert der Kaioshin der Zeit, in dieser geänderten Geschichte hat Freezer stärker als jemals zuvor trainiert. Kurz gesagt, er befindet sich auf einer völlig neuen Stufe, also sei bereit dafür. Und Trunks sagt, ist er wirklich so viel stärker? Und der Ru Kaioshin sagt, ich fürchte ja, also gib dein Bestes. Und genau so müssen wir das machen, weil Bandai Namco die Szenen blockiert, ja? Findet ihr das besonders geiler? Wenn nicht, dann schreibt denen doch einfach mal eine Menge Beschwerde-E-Mails für diese kackgeblockten Szenen. Ja, also Nasty Scream hat immer noch zu kämpfen, die kann Bioshock immer noch nicht streamen. Sie könnte natürlich versuchen, euch das komplette Spiel zu erzählen, während sie es spielt. Das würde gehen, ja. Bei Tales of hatten wir das auch, ja. Super. Okay, weiter geht's. 15 Freezer-Soldaten, die sind noch nie ganz dicht. Ich muss mir echt jetzt so einen Scheiß hier antun. Ey, cool, das ist ja direkt aus Resurrection of F hier, die Szene. Sehr geil. Okay, wir helfen diesmal. Fuck off. So, und so, Leute, der ging mir jetzt mal risch aufs Schwein. Bam! So, Leute, jetzt haben wir den Honorblatt gemacht. Noch 10. Also hätten die uns im Film dabei gehabt, dann hätten wir es mit Sicherheit geschafft.
Bisschen Luft schlagen ist natürlich auch immer eine gute Angriffsweise, ne? So, wo ist ein Jacko, Mann? Müssen wir hinter zu Jacko. Er hat gerade ein bisschen Stress. Leute, nervt mich jetzt nicht. Nein, Jacko, fucking. Verdammte Kacke nochmal. Oder Jacko, oder wie auch immer du genannt werden willst. Fucking, wieso ist er tot? Das reicht's mir aber langsam, Alter. Wir gehen mir so auf den Keks hier. Meine Fresse. War das anstrengend. Da eintönig. Was ist mit dem auf einmal? Mich die ganze mit Samthand schon an, du kleiner Penner. Bam, Spasti. Also ausweichen kann er gar nicht schlecht, aber das wird nie reichen. Platt gemacht. Und weiter geht's. So, das ist natürlich auch eine der berühmten Szenen aus Resurrection of F. Der goldene Freezer gegen Goku. Was gibt's denn hier? Der Typ ist verdammt schnell. Obwohl der gar nicht mehr ausweichen kann. Wie kann denn das sein, Alter? Goldener Freezer, den machst du ja sogar alleine platt, Mann. Ah. Wo kommst du denn her? Zwei Wünsche. Oh, die Zeitlinie wurde verändert. Jetzt wurde Cooler noch mit wiederbelebt. Sehr geil. Und Vegeta springt mit ein.
Dann kann's ja losgehen, Jungs. Geil, Metallkohle. Bam. Was Freezer? Ich hab Bock gegen Freezer auch mitzukämpfen, Mann. Cooler ist so eine Lusche irgendwie. Bam. Sehr geil. Mit den auch noch ein bisschen um. Wow, der haut uns ja ganz schön vor die Fresse. Wow. Ah, fuck. Denkt jetzt, wir geben off oder was? Verdammte Kacke, das gibt's doch nicht. Boah. Hat ihm gesagt, dass der mich platt macht. Jetzt haben wir uns neu. Oh, dorthin geht's ganz schön ab, hä? Eine riesige Kugel fliegen sehen. Jetzt noch zu dir. Ja, genau, der Gefrierer ist tot und jetzt kommt der Kühlschrank. So, und los! Verdammte Kacke! Wenn die wahr sein, jetzt machen die den noch für mich platt oder was? Leute, lass! Der gehört mir, Mann! Der gehört fucking nochmal mir! Haben die mir denn schon wieder weggenommen? Ich fasse nicht. Oh, ich brauche echt 4 dafür sogar. Oh, das geht mir so auf die Nerven. Ja! Und ich habe ihn gefickt, ey, Hammer. Na, dann wird Biss kommen, wenn es Windböll gibt. Doch, das kann sein. Da bin ich ja gerade froh, dass ich den Film geguckt habe, bevor ich das Game gezockt habe. Also wenn ihr auch die Serie guckt, bevor ihr das Spiel spielt, das wäre vielleicht auch besser. Juhu! Ist ja nie wahr!
Ist, also das ist irgendwie cool hier mit dieser veränderten Zeitlinie. Gefällt mir. Boah. Natürlich nochmal. Wir müssen die Zeit. Wow, fuck. Ach du Scheiße. Jetzt geht's richtig ab. So, die haben jetzt wieder diese komischen Symbole auf der Stirn. Wie schon bei Brawly. Und Yamember. Müssen wir die jetzt erstmal platt machen und dann kriegt man auch diese Version freigespielt. Wow, hat sich gelohnt. So, wir lassen uns hinfallen, damit wir wieder einen Ausweichmove haben. Oh. Ah, Freezer. Zack. Und. Ah, verdammt, der ist schon platt. Drehen wir mal noch ein bisschen auf. Noch eine Stufe höher. Bam. Und los geht's. Super Augenblick und Feuer! Verdammte Kacke, das gibt's doch nicht. Das wieder geschafft auszuweichen, ey. Verdammter Bastard. Ich hau dir mal richtig vor die Fresse, mein Freund. Das war echt mal nötig hier. Ich schätze noch so einen kleinen Final Flash in die Fresse schieße, dann. Ah, nein, da läuft nie rein, wa? Ah, ich hätte ihn gern noch weitergeschlagen, aber wir haben es geownt. Levelaufstieg, ich weiß es nicht. Level up! So, genau, die Endgrenze wurde ja jetzt bis 85 angehoben. Das heißt, wir sind wieder motiviert weiterzuspielen. So, mal schauen.
So, dann müssen wir wohl noch die ein oder andere Nebenmission machen. Und daraufhin müssen wir sicherlich auch demnächst mal unser Headset wieder aufladen. Sollen wir auch dann gleich mal machen. Bevor ihr die Verbindung ganz abbricht. So, also wir haben jetzt die Freezer-Saga quasi beendet. Glaube ich jedenfalls. Und ja, wir werden jetzt direkt noch die nächsten paar Parallelquests machen. Und wenn ihr Glück habt, dann nochmal eine solche von den Story-Missionen machen. Und dann ist, glaube ich, erstmal Feierabend mit Dragon Ball. Aber bis dahin und bis das Headset leer ist, erstmal noch viel Spaß. Und gucken wir mal, ob hier noch die eine oder andere coole Parallelquest jetzt dazugekommen ist. Ich hoffe noch ein bisschen auf ein, zwei coole Battles gegen Freezer und Cooler. Da bin ich eigentlich auch schon zufrieden. Also Leute, let's rock. お前はスーパーエリートである私のサポートだ。みっちり私の引き立て役になるのだぞ。銀河の平和を守る選ばれしスーパーエリート、銀河パトロール隊員ジャコ誕生。なんだふざけた格好しようって。なんか見るからに弱そうだな。サクッとやっちゃおうぜ。よっしゃ、チキン戦士からは俺のもんだ。おいおい、俺たちのもんだろ。ボーナスが出たらうまいのでも食いに行こうぜ。Ha!
ぞ、なかなかいい。ちょっとだけピンチなの。ちょっとだけピンチ。Scheiße, jetzt habe ich den echt voll unterschätzt, ja. Hätte ich nicht gedacht. Krass. Muss ich echt ein bisschen auf meine Gesundheit achten, ja. Wo sind denn, hatte ich nie noch Kameraden mit, ja? War ich ganz alleine unterwegs? Alter, ich bin ein... Alter, willst du mich verarschen? Oh, das hat bloß die Fresse halt in der Tübe, ey. Leute, dann passe ich jetzt mal ein bisschen auf meine Gesundheit auf und klatsche die mal ein bisschen schneller weg. Sorry, Leute. Probieren wir es gleich nochmal. Jus! Heute ist mein Kontaktnei-Dear. Skew-No-Patrol-Ni-Dekatel. Ina! Omae-Wa! Super-Elite-Dear. Watas-No-Support-Da. Kitschili Watas-No-Hikitate-Yak-Ni-Nar-No-Da-So. Ringa-No-Hewa-O-Mau-Ri. Erwarte Super-Elite! Ringa-Patrol-Time! Jack! なんか見るからに弱そうだな。サクッとやっちゃおうぜ。よっしゃ、地球最後の力はこれのもんだ。おいおい、俺たちのもんだろ。ボーナスが出たらうまいことで手に入れようぜ。やるじゃん。
Alter, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Das gibt's doch nicht. Haben die mich schon wieder platt gemacht? Oh Mann, Leute. Okay, am besten ich mache erstmal eine Pause. Und ja, sehen wir uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dragon Ball Xenoverse 2. Vielen Dank, Leute, fürs Einschalten. Das war's wieder mit Devil TV. Das war wieder euer Pit und bis zum nächsten Mal.